Willkommen zum heutigen Training auf dem Sepang International Circuit, unserer Rennstrecke ungefähr 60 Kilometer südlich von Kuala Lumpur in Malaysia. Auf 5,5 Kilometer bietet sie so ziemlich alles, was sich ein Rennfahrer wünschen könnte. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen, und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Ja, mein Sponsorenbonus. Einer der Teamsponsoren hat eine konstante Leistung bemerkt und sich dazu entschieden, zusätzliche Ressourcen zu investieren. 300 Punkte. Und jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich letztes Mal doch noch aufgewertet habe. Hey, cool, dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Ja, und das besagt, wir haben Treibstoffeffizienz, wie gerade schon angesprochen, erhöht, die Energiespeicherzellen, Upgrade Stufe 4 von 5, Treibstoffeffizienz plus 3% und Verbesserung an den Energiespeicherzellen, man könnte sie auch Batterien nennen, reduzieren die Energieverschwendung und sorgen dafür, dass die Treibstoffeffizienz während einer Runde erhöht wird. Ja, damit erstmal willkommen zum großen Preis von Malaysia. Hatte ich letztes Mal doch recht. War mir ja nicht mehr so ganz sicher. Und dann können wir auch, glaube ich, schon direkt weitergehen zum Training mit den 300 Punkten. Ach man, da hätte ich die Motorleistung verbessern können. Naja, los geht's. Und damit kommen wir auf die Start- und Zielgerade. Und oh, sind bereit für die Akklimatisierung, auch wenn es gerade anders aussah. Ich habe schon so meine Probleme gehabt auf der ersten Runde. Da bin ich die Strecke ja schon mal gefahren, vor allem in der Online-Season. Aber auch da lief es nicht so gut. Wie sich herausgestellt hat, durch das Abschalten der Fahrhilfen wird es nicht leichter. Gut, das ist jetzt nicht so verwunderlich. Aber ein bisschen problematisch gerade. Ich habe noch nicht so das Gefühl für die Kurven. Vor allem für manche. Hier bin ich vorhin schon sehr weit rausgerutscht. Okay, alles grün, das ist okay, passt alles. Und ich habe auch schon beim Wetter gesehen, es wird regnen. Und zwar im Qualifying und auch am, weiß ich gar nicht, am Anfang oder am Ende vom Rennen wieder. Das ist im Moment so mein Fluch. Es regnet immer. Gut, dass die Geschwindigkeit nicht so wichtig ist da. Oh, Zelda ist getroffen. Schön. Das war gar nichts. Was fehlt aber? Gut zu wissen. Weil es jetzt gerade ein bisschen rutschig ist, weil die Reifen voller Gras sind. Ja, schon wieder nur.
Ach, Mist, hier hab ich verpennt. Echt verpennt. Oh, zu früh Gas gegeben. Kurve verpasst. Wie, das zählt auch nicht? Oh Mann. Ja gut, die Kurve, Quatsch, die Runde streichen wir mal. Oh Mann. Naja, gut, ich hatte die ja gedanklich schon gestrichen, aber die Kurve werde ich ja zumindest noch holen können. Ach, Kurve wieder nicht gekriegt. Oh Mann, zu weit rausgekommen. Ach, warum? Ah, wieder nicht gekriegt. Also okay, jetzt war ich doch richtig schlecht. Ich merke schon. Das wird nichts, gar nichts mehr. Ich kriege auch keine lila Punkte, also Abschnitte. Gar nicht getroffen. Wow. Yeah, ein lila Punkt. Okay. Ja, den habe ich deutlich verpennt. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht im dritten Training das nochmal besser hinkriegen. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Na los! Tja, wieder ein kurzer Blick auf die Ressourcenpunkte. Die Akklimatisierung haben wir zwar geschafft, aber leider das Reifenmanagement nicht. Und ja, sonst war es nicht so erfolgreich. Und damit beginnen wir das Reifenmanagement nochmal. Hoffentlich läuft es diesmal ein bisschen besser. Weil es war auf jeden Fall gut machbar. So viele kleine Fehler machen. Abgesehen davon, dass ich gerade zu langsam war, aber das ist ja schon wieder drin. Okay, so war das in Ordnung, allerdings hat die Zeit drunter gelitten. Ah, da habe ich sehr viel Zeit verloren. An den Reifen ging es ganz gut. Das dürfte sich dann jetzt erledigen. Ich hoffe, das passt gerade so.
Okay, erste Runde war in Ordnung. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Und den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Oh Mann. Man prompt komplett verbremst. Das ist natürlich jetzt nicht so dolle. Ja, schon wieder zu früh Gas gegeben. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Das passiert mir so oft, so dazu früh Gas zu geben. Also Zeit ist sehr gut eigentlich. Nur die Reifenabnutzung. Könnte man mehr machen. Da habe ich natürlich jetzt wieder viel Zeit liegen lassen. Das lasse ich aber komischerweise immer an der Ecke. Mal gucken, ob es noch eine kleine Verschiebung ins Niederlande gibt. Ich glaube es fast nicht. Schade. Nur grün. Das Tempo ist gut und die Reifenabnutzung in der letzten Runde war auch okay. Zumindest hier nicht verbremst. Offenbarei können stört jetzt nicht so sehr. Also er stört schon rein optisch, das ist ein Problem gerade. Weil ich mich dann die ganze Zeit darauf konzentriere, dass er da vor mir ist. Wow. Okay. Ich muss aus dem Takt gekommen, weil ich hatte eigentlich eine gute Zeit gerade. So, sieht gut aus. Okay. Ich muss mir mal angewöhnen, da ein bisschen den Wagen rollen zu lassen. Das ist eigentlich sehr effektiv, sowohl für die Reifen als auch das kontrollierte Rumfahren. Ich glaube auch nicht, dass ich da so viel Zeit durch verliere. Okay, das Tempo haben wir schon gut im Griff. Und in der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekriegt, als wir erwarteten. Die Zeit war wirklich okay. Okay, wo kann man es machen? Jetzt bin ich mit der Abnutzung weiter runtergerutscht. Schade. Aber noch ist es von der Zeit okay.
So, und jetzt sind wir genau in dem Bereich, wo wir es in beide Richtungen ausschlagen können. Das Tempo war in dieser Runde sehr gut. Die Reifenabnutzung mehr oder weniger wie erwartet. Es ging leider nicht mehr in die Richtung. Hat gepasst. Sondern nur war okay. Aber ich musste mich halt auch von der Zeit beeilen. Dafür war es einfach zu knapp. So, war die Kurve ganz okay. Ups. Den Posten wollte ich gar nicht mitnehmen. Aber man sieht, dass es nicht die schnellste Möglichkeit ist, weil Raikön hinter mir, ich glaube zumindest, dass es Raikön ist, immer näher kommt. Aber ich habe zumindest schon mal das Normale geschafft. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Und den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. Oh. Das zwischendurch Gas geben war total unnötig. So ist okay, aber das wird, glaube ich, jetzt zeitlich knapp. Obwohl, ne, geht. Außer mir passiert natürlich sowas. Da macht mich der Pfeil jetzt gerade nicht ruhiger. Also von der Reifenabnutzung, das passt. Jetzt muss ich nur noch die Zeit anholen. Ah, das haut gerade so hin, ja. Sehr schön. Und damit ist auch das Optimale geschafft. Und natürlich machen wir die letzte Runde jetzt auch noch. Dazu. Das wird zwar wahrscheinlich keine Liederzeit mehr, aber dafür von der Rundenzeit wird es okay. Oder auch nicht.
Allerdings rutschen die Reifen schon mittlerweile. Oh. Ich krieg eine Verwarnung. Ernsthaft? Okay. Das war natürlich jetzt komplett unnötig. Da habe ich mich noch doch zu sehr ablenken lassen. Gut, wir fahren es trotzdem zu Ende. Ist egal. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Na los! Gut, hätten wir das Programm auf jeden Fall schon abgeschlossen. Wieder ein kurzer Blick auf die Ressourcenpunkte. Und das Reifenmanagement hat gut funktioniert. Die Jagd nach der Qualifying-Zeit oder Tempo, das ist leider total in die Hose gegangen, weil ich die schnellste Einstellung gewählt hatte als Preset und dabei den Wagen auf der letzten Gerade verloren habe und dann nicht mehr bis hier gekommen bin. Zeitlich wäre es eigentlich ganz gut gewesen. Gucken wir weiter bei Tag 3. Und jetzt geht's auf zum Qualifying-Programm. Oh, wäre ich ein bisschen übertrieben. Man könnte zwar meinen, es gibt Regen, aber eigentlich ist davon nichts im Wetterbericht zu sehen. Zur Zeit sind wir ein bisschen voran, das so soll es ja auch sein. So, sehr schön. Nicht ideal, aber okay. Und die Kurve war jetzt in Ordnung. Für meine Verhältnisse war das wirklich in Ordnung. Hier verliere ich immer. Da habe ich noch nicht so wirklich das Gefühl entwickelt, wie man das vernünftig fährt. Oh, und jetzt habe ich richtig verloren. Oh, Mist. Jetzt ja, im dritten Sektor. Das war doch der dritte, ne? Ja. Mich deutlich verloren. Zu sehr auf Reifenschonung gegangen. So bekloppt das klingt. Naja, es ist ja eigentlich nicht so ganz mein Ziel. Nach den Voraussetzungen, die ich bisher hatte, will ich natürlich auf den ersten Platz. Und da ist das Ziel, was man hier erreichen muss, noch nicht mal richtig. Ein bisschen verloren. Aber die Kurve habe ich jetzt mal halbwegs vernünftig genommen. Oh nein! Schon wieder! Ja komm, Alonso, fahr! Ja, dann wird das wohl nichts. Außer dieser Runde. Da muss ich das halt so hinnehmen. Ja, und ein Blick auf die Ressourcenpunkte. Zeige es natürlich. Qualifying gut abgeschlossen. Was war das? Akklimatisierung habe ich zwar nochmal versucht. Konnte es aber leider nicht verbessern. Hi
Hallo. Sieht so aus, als ob du da draußen einen Rivalen hast. Das ist gut. Dadurch spricht man über dich. Sorg einfach dafür, dass du besser bist, okay? Aha, einen neuen Rival, Sebastian Vettel. Hatten wir den nicht schon mal als Rivalen? Auf jeden Fall, Team Ferrari ist ja klar, Rangliste, Konstrukteursmeisterschaft kann ich eh nichts dran ändern. Punkt, Platz 2, Platzierung, Fahrermeisterschaft 4 ist direkt hinter mir. Und Punkte 175. Dann haben wir mal, was wir noch für eine Nachricht bekommen haben. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Ja, diesmal nur qualifiziere dich als Neunter oder besser. Du solltest dich besser als dein Rivale schlagen, gut, das wissen wir. Und Pascal Wehrlein besiegen. Das ist übrigens interessant, am Ende des Qualifying-Trainings gerade, Quatsch, des Trainings, war er sogar auf die Tausendstel gleich schnell wie ich. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann zum Qualifying wieder. Bis dahin, ciao.